zweites Spiel wir verstecken im alten Brookhaven. Ihr kennt wahrscheinlich Brookhaven, wie es gerade jetzt aussieht. Aber kennt ihr Brookhaven auch schon, als es noch so aussah? Mit vielen alten Gebäuden und weiteren Sachen. Let's go! Mit dabei sind heute Mayo-Kopf und Fernsehkopf. Und, geht's euch beiden gut oder so? Oder ist alles okay? Mir geht's super, ich bin fein. Mir geht's wunderbar. Okay, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob das die perfekten Kandidaten sind, um altes Brookhaven-Verstecken zu spielen, aber mal sehen. Leute, ich habe übrigens euch noch gar nicht das Geheimnis der heutigen Folge verraten. Ihr seid nämlich alle irgendwie dumm. Egal. Auf jeden Fall werden wir heute nicht im normalen Brookhaven-Verstecken spielen, was ihr natürlich sowieso schon kennt, nicht wahr, Felix? Ja. Genau. Deswegen werden wir auf jeden Fall im alten Brookhaven-Verstecken spielen und das sieht ungefähr so aus. Das hier ist das alte Brookhaven. Oh ja, so sah das ungefähr zu einer Zeit aus, wahrscheinlich wo nicht mal ich Brookhaven gespielt habe, obwohl ich so ein alter Mensch bin. Felix, bist du Jesus Christus? Ich hab Fliegen. Was ist mit dir los? Alter! Oh mein Gott. Jetzt ist richtig abgehoben. Sachen angekommen. Okay, gut. Ich würde sagen, Felix ist auf jeden Fall sehr bodenständig. Es gibt ja auf jeden Fall viele neue Sachen sozusagen. Aber wir werden uns das jetzt später angucken, wenn wir uns versteckt haben. Und zwar verstecken wir uns jetzt in 3, 2, 1. Let's go! Ich suche euch. Okay, da ich keine Ahnung habe von Brookhaven, weiß ich auch nicht, welches Gebäude jetzt neu ist und welches alt. Aber ich glaube, ich verstecke mich jetzt einfach mal hier. Du bist wohl kein Experte in Brookhaven, ne? Ja, da habe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Mal schauen, wie schnell ich euch finden werde. Nicht, ob ich euch finden werde, weil das ist ja sowieso schon klar. Ich glaube, das ist ein ganz guter Spot. Ich denke, Sandy wird mich hier niemals finden. Okay, ich bin mal gespannt, ob du dich bei einem alten oder einem neuen Gebäude versteckst. Du kannst ja mal sagen, was du glaubst. Du weißt es ja eh nicht, ob das ein altes oder ein neues Gebäude ist. Glaubst du, dass dich in einem alten Gebäude versteckt? Ja? Okay. Soll ich das überhaupt sagen? Weiß ich nicht, ob du mir das sagen sollst. Du könntest es mir sagen. Du könntest mir auch sagen, wo du dich versteckst. Aber ob das so smart ist, weiß ich ja nicht. Im Auto. Okay, gut, im Auto. Alles klar. Also, er muss auf jeden Fall irgendwie in die Richtung des Autohauses gelaufen sein, weil ich glaube, sonst wäre er nicht auf Auto gekommen. Wobei, da ist ein dicker Auto-Button im Bildschirm. Ich weiß nicht. Mal gucken. Was machst du gerade so, Jason? Ich glaube, ich habe ein Versteck gefunden. Das ist aber richtig schlecht irgendwie. Okay, okay, okay. Bist du zufrieden damit oder sollen wir weitermachen? Ja, wir können weitermachen. Okay. Dann würde ich sagen, 4477. Let's go! Okay. Oh, es ist auf jeden Fall dunkel geworden. Oh, das ist ein bisschen blöd. Oh, Mann. Ich glaube, man sieht auf jeden Fall im Dunkeln etwas schlechter. Aber es wird ja auch sehr steil Tag und dunkel. Okay, das hier ist auf jeden Fall alles noch relativ alt. Also diesen Hairs and Nails gibt es auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Aber, Leute, was es natürlich noch nicht so lange gibt, ist, oder beziehungsweise noch bisher gar nicht gibt, aber ist gerade Erdbeben? Nee, okay. Hä, okay, wenn man sprintet, dann kommt auf jeden Fall so ein komischer... Okay, gut, ich glaube, das war damals im Brookhaven nicht so. Man kann hier sogar gar nicht mal rein in die verlassene Gebäude. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich auf jeden Fall. Okay, schien es aber früher zu gehen. Ja, der alte Birthday-Raum! Oh Gott, ich fand, der sah immer so schlecht aus im Brookhaven, Alter. Oder was meint ihr? Ja gut, Felix weiß es auf jeden Fall wahrscheinlich. Was ist das denn für ein Button? Nee, ich fand den übercool. Ja, Mann, das ist übelst... Der sieht wirklich richtig kacke aus. Ist einfach nur ein bunter Raum, wo so in so einer Comic-Font einfach steht, Happy Birthday. Oh Mann, warte mal. Der Boot ist doch voll schön. Hey, ich sehe dich. Du siehst mich gerade? Oder ich habe dich gesehen. Du hast mich gesehen? Aha, aha, aha. Hä? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der wirklich damals so außer der Bürostuhl von dem Polizeiofficer, dann sah das hier damals irgendwie cooler aus. Hä? Ah, ich sehe dich wieder. Ah, du siehst mich wieder. Okay. Also, wir gehen davon aus, dass Jason sich irgendwo in der Richtung versteckt. Nein, wieso? Vielleicht bist du in der Grocery, ha? Huh? Vielleicht bin ich aber auch im Autoshop. Vielleicht bist du aber auch bei den Doritos. Alter Junge, Alter, ich will das alte Brookhaven wieder zurückhaben. Wie viele Doritos sind hier? Das sind safe mehr als im aktuellen Brookhaven. Junge, das sind mindestens... Warte, 1, 2, 3, 8. 8 mal 3 sind, warte, Mann, 24. Ja, Alter, 24 Dorito-Packungen, ey, das ist nice auf jeden Fall. Hast du das auch schon gesehen, Jason? Nee. Oh, okay. Gott sei Dank habe ich mehr für mich. Okay. Nein, lass mir was übrig. Ja, nein, Quatsch. Ey, vor allem dieses Restaurant. Sunny's Restaurant. Ist das alt oder ist das neu? Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Irgendwie, ich glaube zumindest, dass ich das schon mal gesehen habe. Das gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ja, okay. Als wir angefangen haben, Brookhaven zu spielen, da gab's das schon. Das kann sein, ne? Okay, das ist auf jeden Fall echt crazy. Felix, du sagst irgendwie mir ein bisschen zu wenig. Wo bist du gerade genau so? Ich sehe dich gerade. Du siehst oder vielleicht auch nicht. Jetzt ich bin ich auch. Vielleicht sehe ich dich auch nicht, vielleicht lüge ich dich an, wer weiß. Vielleicht. Ich habe dich gefunden, Felix.
Nein, hast du nicht? Du wirst im Leben nicht verstehen, warum ich gerade sagte, ich habe dich gefunden. Aber ich habe auf jeden Fall, zumindest dein Gesicht habe ich gerade gesehen. Wie, du hast mein Gesicht gesehen? Ja, ich habe dein Gesicht gesehen. Warum? Wie? Da, um das zu verstehen, musst du dir jetzt die Folge anschauen. Okay, okay, okay. Warte mal, es gibt auf jeden Fall hier in Burgerbahn, gibt es auf jeden Fall so ein krasses Secret, dass man sich so hier oben reinstellen kann. Ist irgendjemand... Hier sind Doritos! Alter, das ist... Alter, ich liebe dieses Brookhaven. Leute, ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach schon früher mit Brookhaven-Videos angefangen habe. Das war echt, das ist echt traurig. Oh mein Gott. Hä? Von wann ist eigentlich dieses Update? Ich kann mir vorstellen, das ist so 2020 oder so, weil ich glaube, viel älter ist Brookhaven mittlerweile auch gar nicht. Ich glaube, Brookhaven ist 2019. 2019, okay, 2019 könnte auf jeden Fall auch sein. Wir haben, glaube ich, mit Brookhaven... Ah ja, genau, hier gab es ja noch diese alte Kartbahn, das laber ich dafür Blödsinn. Diese alte Skatingbahn. Ich glaube, so weit seid ihr nicht rausgegangen. Ihr habt mich ja da hinten schon gesehen. Ich brauche... Upsala. Oh nein. War da oben irgendjemand? Nee, ich glaub, das Spiel gibt's erst seit 2021. Ehrlich jetzt? Hey, ja. Ich dachte, das wäre schon älter. Ohne Spaß. Nein. Hä, dann haben wir nicht 2021 damit angefangen? Ich glaube, ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben 2021 mit Brookhaven angefangen. Soll ich nachschauen? Schau ganz kurz mal nach. Du hast ja sonst nichts Besseres zu tun. Ich habe sonst nichts Besseres zu tun. Oh Mann, ey, okay, Leute, ich brauche mal einen kleinen Tipp. So, in welcher Gegend... Leute, das Wasser leuchtet richtig krass. Hä? Das sieht ja mal richtig heftig aus. Okay, Felix. Doch! Anfang 2021. Im März haben wir angefangen. Krass auf jeden Fall. Warte mal. Okay. Leute, seid ihr eher so in einem Gebäude drin oder... Eher so nicht so in einem Gebäude drin. Ich bin in einem Gebäude. Okay. Ja gut, das hilft mir. Ich bin in der Nähe von einem Gebäude, aber nicht in einem Gebäude. Nähe von einem Gebäude. Aber ich sehe dich auch schon lange nicht mehr. Aha, okay, dann gehe ich. Oh, bist du in der Agency? Bist du? Alter, das Agency-Gebäude ist aber auch echt crazy, oder? Aber ich sehe dich. Court and Mayor. Also. Ah, stimmt, ich glaube, die Agency war damals das, wie heißt es nochmal? Der Dings hier, Kindergarten? Nein, das Rathaus! Das wollte ich sagen, oh Mann. So, ich sehe dich. Ah, und lol, die Agency geht in die Police Station rein? Lol, das wusste ich gar nicht. Okay, das ist crazy, Leute. Das ist auf jeden Fall absolut crazy. Okay, Jason, wo ungefähr bist du? Als ob ich dir das jetzt sage, hä? Ja. Such mal! Nein, ich muss gucken. Und bring mir Doritos mit, Mann! Ja, nee, du musst sie dir selber schon holen. Geh sie dir holen. Ich warte auf jeden Fall nicht mal beim Supermarkt. Okay, ich hol mir die, okay? Okay, mach mal auf jeden Fall. Versuch auf jeden Fall mal. Soll ich versuchen, mir die echt zu holen? Ja, versuch mal. Okay. Also, ich gebe dir mal einen Tipp, wo ich bin. Mhm. Ich bin vom Spawn aus auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt von da aus zur Grocery gucken würde, ja? Hey, wo ist die Grocery? Du hast aber auch vom... Die Grocery ist dieses Eckgebäude da, wo Fett Grocery draufsteht. Einfach so in blau. Warte mal ganz kurz. Okay, gehen wir mal davon aus, ich wüsste, wo das ist. Okay. Ja? Dann? Nein. So, dann? Nee. Du hast aber irgendwas von Autos gesagt. Muss doch hier irgendwo sein. Ich habe ehrlich gesagt selbst keine Ahnung, in welchem Gebäude ich bin. Naja, wow. Einfach die Bank. Also, damals. Ich würde es erkennen, wenn ich davor stehe, aber ich weiß nicht, was es ist. Okay. Du bist warum genau? Auf jeden Fall. Habe ich da. Ich habe nichts gesehen. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, gab es im Autoschip noch nicht irgendwo so ein Secret oder so? So eine geheime Ninja-Base, die. Oh, okay. Ich habe sie gefunden. Lol. Stimmt, diese Basis gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ist hier jemand versteckt? Warte mal. Das ist auf jeden Fall komisch, diese komische Krimi-Base. Ich glaube, das sind so die Gegenspieler von der Agency. Die haben hier so ihre eigenen Sachen und so ein Kram. Alter, das ist echt krass. Ich verstehe nicht, warum sie das hier gut entfernt haben, ehrlich gesagt. Das ist wirklich weird. Okay, warte mal. Hä, ist hier jemand von euch? Warte mal. Leute, wer bist du denn? Felix, bist du das? Nein. Warte mal. Hä? Warum? Ich bin Mario. Okay. Hallo. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass du... Warum hast du dich so komisch... Ey, aber krasses Versteck auf jeden Fall. Leute, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also, da wäre ich nie drauf gekommen. Okay, pass auf. Komm mal mit mir. Ich zeig dir auf jeden Fall, was ich gemeint habe, als ich dein Gesicht gesehen habe. Ich war gerade in der Grocery, da gibt es so viele Doritos. Oh nein, das hat... Oh, hier, guck, Felix. Hier. Okay. Ich hab dein Gesicht gesehen. So, das meinst du. Hey, da bin ja ich. Genau. Oh Mann, okay. Aber Mario war auf jeden Fall gerade in der Grocery. Grocery Store, hat sich richtig schön Sachen eingekauft. Yeah, boy. Okay,
Ist er jetzt weggegangen oder ist er hier geblieben? Oh Mann, ey. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Okay, gut. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, Leute. Warte, in der Polizei war ich schon. Hier war ich schon drin. Ich war aber noch nicht in der Feuerwehr und im Krankenhaus. Okay, ich schaue vielleicht mal erstmal im Krankenhaus. Bist du krank? Ich bin nicht krank, aber ich glaube, du bist krank, denn du versteckst dich ganz bestimmt im Krankenhaus. Nein, wie kommst du denn darauf? Ich bin doch nicht krank, oder? Vielleicht. Oh, ach ja, stimmt, du bist wirklich krank. Ich bin wirklich krank. Oh, Mann, Leute. Oh, das Sekundär ist jetzt aber weg. Das gibt's gar nicht mehr. Okay, gut. Also, noch nicht. Es hat noch nicht existiert. Welches Secret? Dieses da unten. Oh, ich sehe dich. Ja? Mhm. Ja, bin ich etwa... Oh, ich sehe Felix. Bin ich etwa schon gut dabei? Nee, warte, du sagtest, du bist nicht in einem Gebäude. Aha! Ich hab dich! Oh mein Gott! Okay, weil du als letztes gefunden wurdest, darfst du jetzt suchen. Let's go! Okay, Leute, bereit für Runde 2... Sag mal... Felix, was bist du? Warum bist du? Ja, ich habe eine kurze Transformation durchgemacht. Okay, du hast dich vom Fernseher weiterentwickelt zu einem Cyborg-Dinosaurier. Leute, die Geschichte wiederholt sich. Unsere Fernseher werden irgendwann anfangen, uns aufzufressen. Gut, egal. Ich würde auf jeden Fall sagen, Jason, stell dich an die Wand. Let's go. Okay. Und dann verstecken wir uns in 3, 2, 1. Los geht's. Okay. Was werden wir hier finden? Was werden wir fündig sein? Was wird geschehen, wenn wir das Geschehen nicht einfach sehen? Eine sehr gute Frage, Cedric Philosoph, 74 Jahre alt. So, okay. Ah, warte, ich hätte hier... Ah, ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach, Leute, oder? Egal. So, was hast du irgendeine Überlegung, was du machst, Felix? Ich glaube, ich werde mich schon mal in einem alten Gebäude verstecken, weil es macht ja keinen Sinn, im alten Brookhaven sich jetzt in einem neuen Gebäude zu verstecken. Das ist tatsächlich richtig, aber ich warte, nee, das klappt nicht. Okay, okay, okay. Hast du was gefunden? Ich glaube, ich habe vielleicht was gefunden, ja. Okay, 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 das ist gut. Okay, okay, okay. Eventuell habe ich auch was gefunden. Eventuell könnte es möglich sein, dass ich was gefunden habe, wo ich mich einfach verstecken könnte. Kannst du dich mal schneller verstecken? Verstecken. Ja, versteck dich mal selber, Alter. Oh Mann, ey. Okay, ich glaube, dass... Nee, das ist blöd. Oh Mann, ey. Leute, ich habe ein absolut krankes Versteck gefunden. Ich habe mir mal einen Zugang verschafft. Nennen wir es einfach mal so. Okay, Jason, ich bin auf jeden Fall bereit. Das könnte entweder ein richtig krasses Versteck werden oder ein richtiger Fail. Aber mal gucken, was es wird. Okay, Felix, bist du auch? Ich bin auch versteckt. Okay, nice. Oh Mann, jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt bin ich so gespannt, was rauskommen wird. Oh Gott. Ja gut. Also, ich muss schon sagen, in der Grocery gibt es halt echt viele Doritos, wie du schon gesagt hast. Aber wo seid ihr denn versteckt? Ja, ich wollte mich übrigens auch am Anfang irgendwo verstecken, wo es auch viele Doritos gab. Aber habe ich nicht gemacht, weil ich habe sie mir einfach mitgenommen. Ja, so ist es Hä, was steht denn hier? Employers File. Keine Ahnung. Employers File? Bist du gerade beim Burger Bahn? Ja. Ha! Ich wusste es. Gott sei Dank habe ich dich da versteckt. Aber eine Frage. Habt ihr euch so bei neuen Gebäuden versteckt? Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde, also das könnte man so beantworten wie das mit dem Apartment und dem Haus. Weißt du noch? Aber das ist, nein, das ist... Also es ist kein neues Gebäude, es ist kein altes Gebäude. Also doch, es ist ein altes Gebäude und es war damals anders als heute. So, das könnte man auf jeden Fall als Fakt darstellen. Also ich bin bei einem neuen Gebäude. Okay. Nein, okay. Bei einem alten. Aha, bei einem neuen alten Gebäude. Für dich muss es ja wirklich sein, so alle Gebäude hast du wahrscheinlich noch nie gesehen, deswegen sind die für dich neu. Ja, ich hab so eine vage Erinnerung an ein paar Gebäude. Ja. Okay, nice, auf jeden Fall. Oh Mann. Okay, mal schauen, was draus wird. Aha, Cedric, bist du etwa zu Hause? Hallo? Hallo? Cedric? Ob ich zu Hause bin? Nee, du bist nicht zu Hause. Egal, dann laufe ich wieder in dein Haus. Wo war alles in der Welt ist jetzt mein Zuhause? Hä, da war so eine Ecke. Hast du jetzt in der Mülltonne geguckt? Ja. Ich wusste es. Oh, ich hasse dich. Hä? Aber hätte ja sein können, dass du zu Hause bist. Ja. Nein, Jason, ich würde mich doch niemals in der Mülltonne verstecken. Ja, doch, ist doch dein Zuhause. Vielleicht. Aber ich nicht. Was? Ja. Ich meine, du bist ja ein böser Fernseher, der sich zu einem Cyborg-Dinosaurier entwickelt hat. Die Phase ist vorbei. Ich bin kein Cyborg-Dinosaurier mehr. Okay. Gut zu wissen. Hä, das ist unfair. Ich dachte, Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mein Auto auf einem Haus geparkt.
Du hast dein... Wie bekomme ich das wieder runter? Wie hast du... warte, wie hast du das geschafft? Was hast du getan? Also... Ich weiß es nicht. Ich glaube, du könntest jetzt rausfinden, wo ich mich verstecke. Du musst nur auf die Hausdächer schauen. Oh mein Gott, Alter, wow. Ah, Agency. Nee. Hey, doch, da steht ein Polizeiauto auf dem Haus. Aber ich bin kein Polizist. Das kann nicht meins sein. Das ist das von Sandy. Mhm. Ah, ja, okay, genau. Okay. Mhm. Felix ist eins mit der Pflanze. Hm, der warte Pflanze. Mal. Ja, wie der kannst du mich hier sehen? Hä? Ich hab dich nicht gesehen, aber du hast dich jetzt verraten. Oh mein Gott. Oh. Oh Mann. Lol. Naja. Hast du das jetzt einfach gegessen oder was? Nein. Oh mein Gott, Alter. Das okay. Wow. Deswegen ist Felix am Zeigen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab dich überhaupt noch nicht gesehen, tatsächlich. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe mich so gut versteckt, ihr dürft sogar beide mich suchen. Okay. Mhm. Natürlich, gerne. Ja, ja. Warte, was macht der Lambo oder Ferrari hier vor der Schule? Keine Ahnung. den hab ich da hingeparkt. Also. Ja, vielleicht war ich mit Lambo in der Schule. Nein, den hab ich da hingeparkt. Ja, das kann sein, aber vielleicht war ich ja drin. Du gehst noch zur Schule? Ja, ich gehe noch zur Schule. Okay. Mhm. Ich bin mega verwirrt. Okay, pass auf. Also, ich glaube, um mich zu finden... Es könnte. Oh, jetzt habe ich irgendjemanden gesehen. Mich? Nee, ich weiß nicht. Ich konnte nicht erkennen, wen ich gesehen habe. Es war ein bisschen weit weg. Also ich bin im Pool, aber ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Eil. Doch jetzt. Felix. Hey, ich bin in diesem Gameplay. Ich glaube auf jeden Fall. Es könnte sein, dass ich Felix gesehen habe. So wie er gerade gesagt hat, dass er irgendwas mit am Pool ist und so, das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen? Mhm. Okay. Aber wo ist denn in der Nähe vom Pool ein altes, neues Gebäude? Das heißt, hier in der Mülltonne. Nee, doch nicht. Den Witz habe ich gerade schon gebracht, bei der genau gleichen Mülltonne. Alter, so unlustig. Okay, nein, ich glaube, ich bin tatsächlich eher so, in der Polizeistation. Nein, aber, ja, das ist eigentlich schon gut genug. Ich bin nicht im Mittelpunkt von The Cave. Also nicht im also da, wo der Spawn ist, in dem Quadrat bin ich nicht. So viel sagen. Okay, also geben wir dir voll die krassen Tipps. Haben wir dir eigentlich Tipps gegeben? Ja, habt ihr mir überhaupt Tipps? Ihr habt mir auch gar keine Tipps gegeben. Oh, natürlich. Egal. Alles klar, es ist absolut unfair. Oh Mann, ey. Aber du hast dich nicht irgendwie hinter die Map geglitscht oder so? Nein. Nur so halt. Also, naja. Hallo, wie sollen wir dich finden? Also ich habe mich nicht hinter die Map geglitscht, aber es kann sein, dass ich geglitscht habe. Hast du, Bro? Ich habe dich gefunden! Oh mein Gott! Weißt du, was ich gemacht habe? Du kannst mich nämlich nicht abklatschen. Oh mein Gott! Oh nein! Wisst ihr, wie ich hier reingekommen bin? Ja. So? Oh. Okay, nein, tatsächlich bin ich nicht so reingekommen. Ich bin über das Ding drüber gesprungen, hier über die Markise und so. Und habt ihr das gerade auch gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Egal, auf jeden Fall. Das war ein guter... Ah, lol. Okay, nee, so bin ich nicht reingekommen. Ich bin über das Ding da drüber gesprungen, indem ich vom Dach runtergesprungen bin. Egal, auf jeden Fall. Ich hab die ganze Zeit euer Auto gesehen in meiner Dings und ich wollte eigentlich nichts darüber sagen, dass ich das Auto gesehen habe. Egal. Okay, komm, Felix, du darfst jetzt. Ich komme hier nicht mehr raus, weil ich resette mich. Alles klar, Leute. Let's go weiter mit dem... Felix, was um alles... Was bist du jetzt? Was? Leute, Felix ist so ein Chamäleon, wisst ihr? Also so, wenn man mit ihm spielt, ist es immer eine Überraschung, weil er ist immer eine andere Persönlichkeit. Manchmal ist er ein Tier, manchmal ist er ein... Was auch immer. Ich weiß nicht, das Thema ist einfach grün. Das Thema ist grün und Weihnachten offensichtlich. Ich meine, es ist ja bald schon Weihnachten. Es ist halt wirklich bald schon Weihnachten. Also, na okay, gut. In zwei Monaten... drei Monate ist Weihnachten. Ja, okay, drei Monate Weihnachten. Ja, okay, aber das ist schon irgendwie... Es gibt in den Läden schon so Spekulatius und so. Okay, egal. Los geht's! Echt? Wo? Ja, gibt es. In Deutschland gibt's das schon. Also ich glaube hier in Portugal leider auch noch nicht. Aber egal. Leute, an die Zuschauer und an euch beide. Was ist eure Lieblingsweihnachtssüßigkeit? Ja. Ich glaube wirklich Spekulatius. Nee, warte mal. Was gibt's denn, was in Weihnachten so... Es gibt noch so Lebkuchen, es gibt Dominosteine, es gibt gefüllte Lebkuchen, es gibt, Dominosteine? Ja, kennst du die nicht? Es gibt noch, Spekulatius. Hä? Was gibt's denn noch? Diese anderen Lebkuchen da, diese Oblatenlebkuchen. Und lol. Hallo. Hi. Mal wieder. Was gibt's denn noch alles? Felix, kennst du Marzipan? Boah, es gibt halt diese ganzen Plätzchen und so, aber ich wüsste jetzt auch nicht die ganzen Namen. Ja, es gibt auf jeden Fall echt viel. Was davon ist euer Lieblingsding? Ich würde sagen, wirklich Spekulatius. Okay. Ja, ich denke Lebkuchen von diesen ganzen Sachen jetzt. So die ganz normalen Lebkuchen. Okay, ich glaube, bei mir ist es ein Duell zwischen den gefüllten Lebkuchenherzen und auch Spekulatius.
würde ich sagen. Ist schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Weil ich finde halt eigentlich alles geil. Also ich bin schon so ein Lebkuchenmensch. Ich mag das eigentlich. Ach, ich finde kein gutes Versteck. Ja, ich hätte vielleicht eine Idee noch, was man machen könnte. Aber könnte ein bisschen schwierig sein. Okay, ich habe ein gutes Versteck gefunden, glaube ich. Okay, ich würde auf jeden Fall sagen, ich nicht. Oh Mann, ey, jetzt finde ich wirklich gerade absolut gar nichts Gutes. Oh Mist, okay, wisst ihr was, ist mir egal. So, ich stehe jetzt einfach hier. Ne, wobei, das ist voll dumm. Nee, ich mach das nicht. Ich mach einfach... Hä, komm einfach zu mir. Ja, nee, hä, das ist doch voll dumm, dann findet er uns beide gleichzeitig. Was? Du Versteck? Das ist verboten. Wo steht das? In meinem Regelwerk, das ich gerade geschrieben habe. Aha. Ah, okay. So ist das also. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nach Hause gehe, aber nach Hause kann ich leider nicht gehen, weil das, da kann man nicht rein, da ist eine unsichtbare Wand vor. Gut, okay. Leute, ich bin ready. Seid ihr beide versteckt? Ja, dann fange ich an zu suchen. Ja, let's go! Let's go! Oh Mann. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal in die Gebäude, die ich schon kenne. Also die neuen. Okay, oder wo habt ihr euch versteckt, Leute? Ja, wo seid ihr? So früh gibt's keine Tipps. Wir müssen uns erstmal mit dem Brookhaven-Noob aushelfen. Oh Mann, ey. Okay, hier seid ihr schon mal nicht. Jetzt kriege ich das nicht aus meinem Kopf. Jetzt habe ich übelst Bock auf Spekulatius und den ganzen Kram. Oh Mann, schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Okay. Du hast mich schon gesehen? Was? Guck, ich hab dich auch schon gesehen. Stell dich mal vor die Schule. Vor die Schule. Mhm. Die ist wo? Von dir aus nach links? Nee. Von mir aus nach... Warte, ja, nach links. Von dir links? Aus nach geradeaus. Bleib mal stehen, geradeaus. Nein, stopp, bleib mal stehen. Okay. Okay, in welche Richtung guckst du? Ich kann dein Skin nicht erkennen. Ich guck Richtung Feuerwehrwache. Nach links. Also neben dem Ding Krankenhaus. Ah, da ist die Schule. Genau. Ah. Ja. Also bist du bei der Schule, sagst du? Nein, aber da steht ein Auto, oder? Da steht kein Auto. Hä, wo ist mein Lambo hin? Warte. Absolut weg. Verschwunden. Dein Lambo wurde geklaut. Oh ja. Mann, vielleicht war ich das. Vielleicht war okay, ich das. Okay, ich sage aber, du bist jetzt in der Schule. Sonst hättest du mich nicht so hier hingelenkt, glaube ich. So, vielleicht in so einem Spind? Kann man die aufmachen? Nee. Spind? Spinnst du etwa? Auf jeden Fall. Lol. Jason. Ich sehe das, was du gemacht hast. Ja, ich seh's. Oh mein Gott, was macht ihr hier schon wieder? Gar nicht. Also mein Tipp, Zeit in der Schule ist verschwendete Zeit. Ist so eine Lebensweisheit. Okay, gut. Das nehme ich mit. Oder merkt euch das? Also, ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Dann gehe ich mal zur Agency. Vielleicht seid ihr hier. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Idee, mal dahin zu gehen. Ist das eine Bombe? Warum liegt da eine Bombe einfach frei offen rum? Ich habe keine Ahnung, was für eine Bombe du meinst, Alter. Ja, so ein C4 oder sowas. Ja, klar liegt da eine Bombe. Oder ist es ein Tresor oder so? Nee, das ist eine Bombe. Nein, das ist... Auf alle Fälle. Das ist auf jeden Fall eher so... Ja, doch, ist eine Bombe. Eine Bombe. Es ist eine Bombe, ja. Es ist eine Bombe. Ja, ist eine Bombe. Kann ich verifizieren. Okay. Ja, ach, das ist die Polizeistation. Ah, pass auf, die geht jetzt hoch. Weil ich glaube, man kann hier hoch. Ist hier so ein Geheimgang? Oh mein Gott, das ist ja absolut unfair. Nee, das kann ich nicht machen. Warte, was kannst du nicht machen? Ey. Nichts. Oh Gott. Hä, das ist ja crazy. Oh, ich merke schon, wir werden jetzt hier den ganzen Tag noch sitzen. Oh nein, Quatsch, werden wir nicht. Alter, du glaubst nicht, wie einfach mein Versteck ist. Hä, also ich glaube, das du hattest Auto auf dem Dach. Ja, das habe ich gesehen. Aber das war ich nicht. Außer ich gehe noch zu essen, kochen, essen, duschen und schlafen. Jason, bleib hier. Weißt du, wo ich bin, Jason? Nein. Okay. Jason, du musst doch hier in der Polizeistation sein. Also ich kann dir das sagen, dass du dein Auto nicht hier hochfahren kannst. Ich war nicht weit weg von dir. Ich weiß nicht, was du meinst. Wo zur Hölle bist du? Hä? Ich bin in deinem Kopf. Was? Geh raus da. Nein. Was machst du denn da gerade auf dem Polizeidach, Felix? Ich will zu dem Auto hoch. Ach so, ich glaube, da kommst du nicht hoch. Der hat das wahrscheinlich so gespawnt, wie du das gemacht hast. Ja, wahrscheinlich. Keine Leiter spawnen. Aber dann muss er ja hier drin gewesen sein. Ja, der muss da drin gewesen sein. Ich sehe dich nicht. Aber bist du auf dem Polizeidach? Ich glaube, er ist wahrscheinlich da. Ah, doch, ich sehe dich. Ja, genau. Wie, du siehst mich. Ich will dich auch sehen. Kann ich dich von hier aus sehen? Wenn du dich gut anstellst, bestimmt, ja. Oh, also, Mann, du bist Felix. Nicht in der Schule. Also, ich sehe dich auch sehr gut, ehrlich gesagt. Also, so sehr, sehr gut. Du stehst genau auf der Mitte vom Sichtfeld halt. Ja,
Wo zur Hölle seid ihr? Bist du jetzt Polizist oder so? Okay, ihr seid in der Agency zu 100%. Was? Ja. Ich bin kein Polizist, ne. Aber ergibt das Sinn, dass ich dich in der Agency sehen kann? Keine Ahnung, das ist also ein Fenster. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin arm dran. Ja, aber... Wo bist du? Arm dran? Arm dran? Arm dran ist besser als arm ab. Ja, das sag ich auch immer. Aber oh mein Gott. Ja, du bist in der Mülltonne. Mein Gott. Du bist in der Mülltonne, Sandy, zu 100%. Hä, ich hab ultra das krasse Versteck. Er ist nicht in der Mülltonne. Weißt du, bist du nicht zu Hause? Er ist in einer anderen Mülltonne. Nein, er ist im Baum. Ich sehe ihn. Du bist einfach 50 Mal raus. Mir vorbeigelaufen, Alter. Ich wirklich? Ja. Ich stand du musst ja bedenken, dass du von hier aus gestartet hast und ich stand hier im Baum. Also, Alter, hast du mich jetzt gesehen, Cedric? Ja, klar, hab ich dich gesehen. Hast du mich gesehen, als ich weggelaufen bin? Ja, hab ich gesehen. Gib mal einen Tipp. Wo bist du? Also, er ist irgendwo hier in die Richtung gegangen. Hier so bei der Grocery. Ich sehe euch, aber nur ganz, ganz klein. Ganz, ganz klein, dann bist du bei... Vielleicht ist er ein bisschen weiter gelaufen oder sowas in die Richtung. Oh, ihr kommt immer näher. Oh, entweder bei Burger Barn oder bei der Tankstelle. Oh, Felix, Gesicht. Ja, also ihr seid auf jeden Fall ganz warm. Also in dem Gebäude bin ich. Aha. Hier müsst ob ihr mich findet, ist eine andere Frage. Da kann man hoch. Ja, da kann man. Das ist ein Secret. Klar kann man da hoch. Das ist das Ziel. Und weißt du, warum ich das so gut fand? Weil hier Doritos liegen. Oh. Oh. Aha. Aber das Problem ist, von da bist du nicht. Oh, ich ist Cedric. Oh, was? Ich seh dich. Und ich seh Felix auch. Was geht? Jetzt sehe ich Cedric wieder. Jetzt ist Cedric nicht mehr. Ah, ich seh Cedric wieder. Hier irgendwo sein. Ja, mal. Ist er, ist er hier? Ich seh Felix jetzt nicht mehr. Hä? Wo zur Hölle bist du? Seid ihr so blind? Da bist du. Hinter dem Kühlschrank. Ich bin hinter dem Kühlschrank. Oh mein Gott, lol. Alter, das ist aber da ist einfach ein Platz frei. Lol, das ist ja voll krass, Alter, mega gutes Versteck, Jason. Wirklich. Ich dreh mich. Yeah. Ja, ich hab mich hier irgendwie durchgebracht. Guck. Hair right round, when you go down. Und das war's mit der heutigen Folge. Roblox Game verstecken lassen. Auf jeden Fall Daumen nach oben und auf den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao.